Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Autonauts. So, wie ihr seht, wir haben hier ein kleines Problem, denn irgendwie steht hier alles rum, nichts geht mehr. Alles ist voll, wir müssen also auf jeden Fall hier die Roboter mal dazu bringen, dass die hier noch weitere Sachen wegräumen. Das machen wir mal eben. So, nimm mal bitte hier einen Pole, bis deine Hände voll sind. Dann gehst du hier hin, packst es da rein. Packst das da rein. Bis deine Hände leer sind. Und das Ganze wiederholst du für immer. Und los. So, da dackelt der los. Und sammelt die Poles ein. Ist er dabei irgendwie langsamer als die anderen? So, was hat Dave für ein Problem? Achso, der hat kein Forever hier drin gehabt. Ah. So. Also, jetzt haben wir unser Lagerpoli auch behoben haben. 77 Bretter haben wir da noch im Storage. Wie viel passen hier bei den Planks rein? Leer? Warum nimmt ihr denn da welche raus? Hä? Eins, zwei. Ach so, weil der andere Typ die weiter versägt hier in die Poles rein. Und der ist einfach zu schnell. Eieieiei. Okay, sehen wir gleich. Okay, also, ja, ich bin überfordert. Es werden immer mehr Roboter und wir sollten uns mal überlegen hier, das läuft alles. Wir sollten mal eine Strategie überlegen, wie wir den Robotern möglicherweise dann auch Werkzeuge zur Verfügung stellen können. Das wäre eine feine Sache. Das heißt, dass wir irgendwie ein Lager haben, wo Werkzeuge drin sind. Und der Roboter kann dann irgendwann, wenn er merkt, das Werkzeug ist alle, sich neue Werkzeuge holen. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch Lager, wo wir Werkzeuge reinpacken können. So, da hier gerade die Werkbank ist, würde ich sagen, wir packen die mal hier hin. Ist zwar nicht so schön, aber selten. Und das Schöne ist ja, dass wir jetzt so viele Sachen haben hier, die wir benutzen können. Kriegen wir ruckzuck fertig hier. So, dann brauchen wir erstmal ein paar Werkzeuge. Und zwar brauchen wir ein paar Äxte. Und ein paar Schaufeln gleich auch noch. So, machen wir mal Schaufel. So, da bin ich gar nicht sicher, wie wir das hinbekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie geht. Jetzt habe ich wieder selber gegraben, das will ich doch gar nicht. So. Irgendwas ist ja auch nicht. Ich glaube, die Kuh macht nicht genug Kuhkacke. Weil wir nicht genug. Wir haben weder genug Samen. Warum sammelt er die Samen nicht weiter ein? Wo ist mein Samen-Einsammelroboter? Hier. Was fehlt dir? Repeat forever. Finde den nächsten Tree-Samen. Macht er aber nicht. Was da los? Wir sind halt schon ganz schön viele despawned. Das ist nicht gut. Jetzt legt er die da rein. Okay. So, ich glaube, wir haben jetzt genug Ressourcen hier zusammengesägt, junger Mann.
Ich glaube, den halten wir erstmal an hier. So, damit die erstmal die Sachen einlagern können. Okay, als nächsten Schritt würde ich jetzt gerne mal versuchen, ob wir hier mit metalltechnisch irgendwas aufbauen können. Wie viel Holz haben wir denn? Oh, 66. Das heißt, wir können erstmal ein bisschen... ja, lass uns erstmal Roboter bauen. Und das heißt, wir brauchen ein paar Zahnräder. Ich würde jetzt gerne die Metallverarbeitung anfangen. So. Und dann bauen wir einen Basic Workerbot. Und da brauchen wir noch Planken. Und wir brauchen Puls. So, was ich hier jetzt nicht weiß, ist, wie funktioniert das genau mit dem Abbauen von dem Metall. Was ist denn jetzt schon wieder? Ey, ich brauche wieder keine Axt mehr. Also wir brauchen echt mal hier bessere Werkzeuge. Das geht ja mal gar nicht. Da freut sich der Elmo, dass er jetzt wahrscheinlich eine neue Axt kriegt, ne? Ja, ja. Der Elmo. Ist ein schwerer Junge. So, da war der kleine Roboter. Den nehmen wir mal mit. So. Und der braucht jetzt erstmal von uns eine Pickaxe. Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist immer genug Löcher begraben. Der braucht eine Pickaxe. Nehme ich mal an. Eine hölzerne Pickaxe. Was brauchen wir dafür? Oh, ein Brett und ein Pol. Das ist ja sehr überraschend. Hallo? Ah, ich dachte, ich hätte ein Brett mitgenommen. Gut. Dann pass mal auf, mein Freund. Du gräbst es hier mal nach Metall. Und zwar... Forever. Und da bin ich mal gespannt, ob da jetzt Metall rauskommt. So, dann brauchen wir hier ein Storage auf jeden Fall, wo wir das Metall einlagern, sag ich mal. Was ist jetzt eigentlich mit meinen Brettern hier? Das Problem ist jetzt, wir haben ja jetzt einen Roboter genommen, der zwei Sachen gleichzeitig macht. Also der Bretter einlagert und Pole. Und wenn er keine Bretter mehr hat, dann müssen wir das Programm umändern, weil sonst macht er nicht weiter, ne? So. Ich habe eigentlich gedacht, dass der mehr einlagern kann. Auf einmal. Aber dem ist offenbar auch nicht so. So, und du, mein kleiner Freund, du sammelst jetzt bitte schön das Metall ein. Es ist irgendwas hier kaputt gegangen. Geh zum nächsten Metall. Oh, bis deine Hände voll sind. Und dann pack das hier in diese Kiste. Nein! Oh Mann, immer passiert mir das. So, aufheben. Hallo? Aufheben. Nochmal, aufheben. Bis deine Hände voll sind. Dann ab in die Kiste. Bis deine Hände leer sind. So, jetzt müssen wir es wieder hinkriegen, ohne dass es kaputt geht. Teleheinzer empty. Und das Ganze für immer wiederholen. Los geht's. So, dann haben wir schon mal einen Metall-Einsammelbot. Der sammelt jetzt hier schön das Metall ein. Und dann bauen wir, glaube ich, noch ein Lager für Steine. Und dann können wir da... Ja, können wir die Steine dann liegen lassen oder sollen wir die auch einsammeln? Was? Ich weiß gar nicht, was die alle tun hier. Was ist mit Inga? Inga war der Sägeroboter, okay. Was mit dir?
Der kann keine weiteren Poles mehr reinmachen, weil das Pole-Lager voll ist. Das heißt, da müssen wir auch ein neues Lager bauen. Jetzt bauen wir mal eben schnell noch einen neuen Roboter. Ist ja kein Problem. Und da war gerade der, habt ihr gerade gesehen, der Aufziehroboter, ne? Der ist ja auch hier unterwegs. Das habe ich ja eben erklärt. So. Und du sammelst den Stein. Legst ihn wieder hin. Sammelst den Stein. Und packst den in die Kiste. Und das Ganze bitte für immer wiederholen und los geht's. So, damit haben wir also die Steine, wir haben das Metall und jetzt brauchen wir hier neue Kisten. Also, das mit dem Lagersystem kann ich ja dann mal kurz erklären. Das Lagersystem ist quasi unendlich erweiterbar. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo anders hier so ein Ding hinbaue, dann sind die Ressourcen auch da. Was ist denn hier wieder los? Holz ist aber nicht voll. Warum läuft der denn nicht weiter? Der findet nicht das nearest Lock, warum auch nicht? Warum auch immer nicht? Weil hier jede Menge nearest Lock rumliegt. Merkwürdig. Ich halte den mal an. Hat er irgendwas in den Händen, was ihn blockiert? Nee, das kann nämlich auch mal sein. Das ist irgendwie, so, pass auf, ich stelle dich mal hier hin. Ah ja, siehst du, hier ist nämlich sein Wirkungskreis, liegt außerhalb von dem. Also der Wirkungskreis von dem Programm ist nicht so schön. Wie kriegen wir das jetzt, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Kann man das nochmal resetten irgendwie? Na, scheinbar nicht. Da überdecken sich die Dinger nicht. Okay, dann setzen wir das nochmal komplett zurück. So, dann müssen wir mal gucken, dass der jetzt wirklich in der Mitte anfängt. Ist das jetzt in der Mitte? Kommt der überall hin? Ich weiß es gar nicht. Ich schleppe den lieber nochmal eine Runde. Der war das, ne? Also so scheint er wirklich in der Mitte zu sein. So. Jetzt hat er wahrscheinlich da oben die Ecke nicht drin. Was ist hier los? Wo ist er denn? Piept hier rum und ich sehe nicht, welcher das ist. Aha, da fehlt die Axt wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen jetzt auch wirklich langsam mal hier zur Rande kommen. Bauen wir nochmal eine Axt kurz. Also eine Pickaxe. Und da muss ich mir echt mal überlegen, wie wir das hinbekommen, dass die Roboter eigenständig ihre Versorgungsgüter holen. Also dass sie eigenständig Sachen holen, wenn ihnen die Axt sozusagen leer läuft. Und dass sie dann irgendwo anders hingehen können. So, wir müssen jetzt Erweiterungslager bauen. Die würde ich gerne ganz woanders hinbauen, weil die müssen nicht hier in der Nähe stehen. Oder vielleicht in der Nähe von wo wir irgendwann mal wieder was bauen oder so. Hier bauen wir zum Beispiel demnächst ja unsere Metallverarbeitung. Da könnten wir eigentlich dann hier hinten nochmal so Lager hinbauen, das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir bauen jetzt ein, das wollen wir eben einmal hier hochlatschen. Das heißt, wir bauen jetzt einfach mal General Storages hier oben hin. Und das ist halt, wie gesagt, auf der Karte universal. Das heißt, ich kann einfach dann daraus, das zeige ich euch jetzt, die Sachen rausnehmen. Junger Mann. Ist ganz schön frech, ne? Der nimmt einfach meine Bretter weg hier.
So. Und wenn ich jetzt nämlich hingehe und nehme hier nur ein Brett raus und packe das dann da hinten rein. Wie sagte, wenn ich jetzt hier hingehe, nehme ich hier ein Brett raus und packe das da hinten rein. Dann wird daraus ein Brettlager und ich kann hier die anderen Sachen reintun. Verstanden? So, das heißt, wir können hier unsere Erweiterungsspeicher hinbauen. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Packen wir einmal hier das Ding rein und dann sind wir damit auch durch. Und dann fangen die hoffentlich wieder an, hier zu arbeiten. Weil die jetzt wieder einlagern können. Jawohl, da seht ihr jetzt, der packt jetzt weiter rein. Das heißt, wir kriegen auch hier immer unseren komischen Stack hier weg. So, was machen wir mit dem Metall? Ich glaube, damit müssen wir eine Schmiede bauen. Ach du Leo, was sind hier alles hier zugekommen? Ich kenne das so alles in die Clay Furnace, ist das, glaube ich, ne? Die bauen wir mal. Bauen wir mal hier hin. Ich glaube, es ist relativ egal, wo wir die hinbauen, aber ich baue die einfach mal hier neben den Clay. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann bauen wir hier unser Metallverarbeitungsbereich auf. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier bei Autonauts und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.